Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Euch allen natürlich erstmal ein schönes Wochenende. Und ich glaube, ihr seid alle bereit, oder? Dass wir über das heißeste Team der Liga sprechen. Und nein, das sind nicht die Bucks oder die Celtics oder die Nuggets oder die Mavs oder die Lakers oder sonst wer. Es sind die Orlando Magic mit Franz Wagner, mit Paolo Banchero, mit Moritz Wagner. Ich will ehrlich gesagt eigentlich alle aufzählen, weil gibt es aktuell ein Team, was mehr für Team Chemistry steht, für wir pushen uns alle gegenseitig, wir fangen gegenseitig unsere Schwächen auf und das ist eigentlich die Story schlechthin. Die haben jetzt 6 Spiele in Folge gewonnen. Aus den letzten 8 Spielen haben sie 7 gewonnen. Sie haben gegen die Bucks gewonnen, gegen die beste Offense der Liga, die Indiana Pacers. Sie haben die Denver Nuggets besiegt, den amtierenden Champ und die Boston Celtics, den vermeintlichen Top-Favoriten in der Saison. Und es läuft ja bei weitem nicht alles perfekt. Ja, auch Verletzungssorgen. Markelle Fultz aktuell nicht mit dabei. Wendell Carter Jr. nicht mit dabei. Dann Turnover-Anfälligkeit. Wir haben es gestern Abend gesehen gegen die Celtics erstes Viertel. Ich dachte mir so, Alter Jungs, was macht ihr? Aber sie haben sich dann gefangen. Sie haben sich zurückgekämpft. Jeder Spieler hat individuell seine Probleme. Wer Spiele der Magic gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Wir werden gleich auch im Detail ein kleines bisschen draufschauen. Das ist ja auch ganz cool. Ja, zu sehen, dass jeder noch so ein bisschen Luft nach oben hat. Beim Paolo Banchero läuft nicht alles perfekt. Bei dem Franz Wagner bei weitem nicht. Und so weiter und so fort. Und trotz allem, wegen einfach ihrer Energie, wegen ihrer Defense, gewinnen sie diese Spiele. Sie halten das 6. Mal in der Saison den Gegner bei unter 100 Punkten. Klar, jetzt kann man natürlich auch sagen, die Celtics gestern ein bisschen angeschlagen gewesen, der ein oder andere krank, Drew Holiday nicht mit dabei gewesen. Dann musste ein Porzingis musste nach 22 Minuten runter. Wobei ich gar nicht weiß, ob es mit, ja, wahrscheinlich schon. Aber sie haben Porzingis schon auch immer wieder attackiert, defensiv. Deswegen kamen vielleicht auch ein paar Dinge zusammen, dass man dann überhaupt diesen 17:0 Lauf einleiten konnte. Übrigens, wir reden heute nicht über die Celtics, aber warum hat Joe Mazzulla da kein Timeout genommen? Ich glaube, das hat kein Mensch auf diesem Planeten verstanden. Die Celtics wurden dann einfach überrollt. I don't get it, habe ich nicht verstanden. Ja, aber wir wollen auch über die Orlando Magic sprechen und über ihre Defense, über ihre Bench. Aktuell die beste Bench der Liga, wurde auch gestern immer und immer wieder eingeblendet. Und ja, klar, also wenn du von der Bank halt einen Moritz Wagner hast, der dir 27 Punkte gibt, was jetzt auch nicht jede Nacht passiert, muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube übrigens, sein Career-High sind 30 Punkte. Dann ein Jonathan Isaac, ein Cole Anthony, der relativ schnell viele Minuten bekommen hat. Weil leider der Rookie Anthony Black in den ersten Minuten hat man sofort gesehen, ey, die Celtics, die nehmen den auseinander und die ignorieren ihn auch offensiv dementsprechend sehr, sehr schnell von Jamal Mosley da. Das Adjustment, was man auch erstmal machen muss, ja, also auch da mal einen Daumen nach oben. Dann ein Joe Ingles, der mit seiner Erfahrung einfach extrem gut tut. Ein Gary Harris, selbst ein Caleb Houston, auch wenn der auf 0 Punkte kommt, finde ich, hatte der gute Aktionen mit dabei. Und so sind die gerade eben als Team mega, mega stark. Und ich habe mir eine Szene rausgesucht, weil ich einfach diese Energie ein bisschen rüberbringen möchte, die gerade eben ausstrahlen. Und zwar, es war der Fast Break zwischen Franz Wagner und Cole Anthony. Und wie Franz da Cole einfach anschreit, es ist so geil. Also erstmal extrem starker Lob und dann, dass Cole ihn so finisht. Ich habe noch die Wiederholung für euch, jetzt passt auf, es ist so geil. Es ist so geil und Franz, Mo, jeder bringt halt diese Energie auch mit und das übertragen sie auch auf ihre Defense und deswegen sind die gerade eben so unglaublich ätzend zu bespielen, weil du kommst wirklich über, du kommst über die Mittellinie und da stehen dann plötzlich 2 Leute, die dich schon früh brashern oder sogar 3, die dich früh aufnehmen, die dir total auf den Sack gehen. Dann haben natürlich auch die Orlando Magic diese athletischen Spieler wie Paolo Banchero, Franz Wagner, Moritz Wagner, Jonathan Isaac und so weiter und so fort. Also ich meine, stell dir mal vor, du stehst in der Halfcourt-Offense und dann switchst du von Franz auf Paolo und von Paolo auf Mo und von Mo auf Bitadze und von Bitadze auf Jonathan Isaac und du denkst dir nur so, was ist das hier? Sind wir hier bei Attack on Titan oder was? Stehe ich vor der Mauer und ich komme nicht drüber. Das ist wirklich, das ist so krass. Und die kleineren Spieler, so wie Jalen Suggs oder Cole Anthony, die haben einfach so eine Energie. Jalen Suggs habe ich ja in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. Jetzt muss ich ihn einfach mal lobend hervorheben. Hat auch am Ende einen ganz, ganz wichtigen Dreier verwandelt und seine Quoten aktuell
in den letzten Spielen sehen richtig, richtig stark aus. Er kommt auf 13,2 Punkte, 50% aus dem Feld, 40% from downtown und 89% von der Freiwurflinie. Wie gesagt, die letzten, bei ihm sind es die letzten 5 Spiele, ein Spiel hat er verpasst. Und es ist einfach geil. Ja, dieses Team macht so Spaß, auch wenn offensiv nicht alles funktioniert. Das muss man auch, das hat man ja auch gestern wieder gesehen. Aber wie die sich reinhauen, und das merkt man auch, wie viele Second-Chance-Points die kreieren. Und vor allen Dingen auch, wie effizient, ich habe es jetzt nicht aufgerufen, aber ich kann es euch so sagen. Ich glaube, die sind bei den Rebounds auf Platz 15 in der Liga. Und ich glaube, bei den Second-Chance-Points sind sie irgendwo unter den Top 3. Wie viel die aus ihren Offensiv-Rebounds machen, das ist einfach nur so super strong. Dann natürlich auch in den letzten Spielen Moritz Wagner, wobei, komm, da blicken wir sogar auf alle Spiele, weil ich finde, da kann man auch mal drauf schauen. Moritz Wagner, 12,6 Punkte, 63,1% aus dem Feld, 35,7% von der Dreierlinie, 82,6% von der Freiwurflinie, Offensiv-Rebounding, immer jemand, der sich reinhaut. Das machen aber auch wirklich alle. Ihr seht das auch hier. Paolo Banchero 1,4, Franz 1,1, Cole Anthony 1,1, 1,5 von Mo, dann 2,2 von Wendell Carter Jr., der gerade eben noch fehlt. Und übrigens, Wendell Carter Jr. und Markelle Fultz, die sind verantwortlich für das beste Defensiv-Lineup der Magic. Auch da blicken wir gleich gemeinsam drauf. Dann den Pete Tatsu, den ich überhaupt nicht außen vor lassen möchte. Auch der haut sich offensiv rein. Hatte letztens auch ein Spiel, ich glaube, mit 6 Blocks oder so. Und ja, also Moritz Wagner irgendwie auch gerade stellvertretend für die Energie und wie gut diese Bank auch funktioniert. Werfen wir einen Blick auf... Fangen wir erstmal mit Paolo Banchero an, ja. Mit, ich würde mal sagen, die beiden Superstars bei den Orlando Magic. Paolo Banchero und Franz Wagner. Bei Paolo Banchero muss man sagen, sieht es ziemlich gut aus von den Quoten her in den letzten 6 Spielen. 52,2% aus dem Feld, 52,6% from downtown. Der Catch-and-Shoot-Dreier flutscht wirklich super stabil. 67,7% von der Freiwurflinie. Er kommt ordentlich an die Freiwurflinie, lässt da aber zu viel liegen. Ansonsten, ja, 5,8 Rebounds und so weiter haben wir gerade eben schon besprochen. Zu Turnover anfällig, ja, das muss er noch irgendwie in den Griff bekommen. Bei Paolo Banchero ist mir jetzt wirklich aufgefallen und auch bei Franz, wie unglaublich schwer die sich in der Isolation tun. Und ich habe uns das auch mal aufgerufen, die beiden. Schaut mal hier drauf. Ja, Paolo Banchero kommt auf 0,67 Punkte. Pro Possession in der Isolation und Franz kommt auf 0,5 Punkte. Percentile könnt ihr hier ablesen. Das ist natürlich richtig unterirdisch. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass die Magic es super machen, die beiden in andere Situationen zu bekommen, als dass sie One-on-One in der Isolation ihren Gegenspieler schlagen müssen. Natürlich müssen beide sich das noch irgendwo draufpacken. Die tun sich gerade unglaublich schwer, selber ihren Pull-Up-Jumper zu kreieren. Das sieht man an den Quoten, das sieht man auch hier an solchen Statistiken. Also da merkt man auch, da ist halt wirklich auch noch Luft nach oben, sowohl bei Paolo Banchero als auch bei Franz Wagner. Franz, auch da schauen wir kurz gemeinsam drauf, in der Saison mit den schlechtesten Quoten bisher in seiner Karriere. Ich sage euch aber jetzt auch ganz ehrlich, es ist so schön, dass es kein großes Thema ist, weil es einfach nicht auffällt. Man gewinnt trotz allem die Spiele. Ich meine, Franz Wagner wird es natürlich trotz allem ärgern. Und es gibt so manche Dinger, die er dann auch einfach liegen lässt, wo ich mir so denke, ah Mann, aber das ist manchmal auch einfach so. Er versucht dann aber auch das Beste draus zu machen. Und wenn er dann den Defensiv-Rebound bekommt oder andere Jungs merken, okay, es geht gerade eben schnell nach vorne, Franz ist einer der besten Transition-Spieler in der Liga, dann geben wir Franz den Ball und lassen ihn den Korb attackieren, weil da ist er nämlich aktuell mit am stärksten. Ich habe uns mal hier seine Shot-Chart aufgerufen. Da ist natürlich sehr, sehr viel Rot mit dabei. Vor allen Dingen der Dreier, der Pull-Up-Jumper, der will in der Saison einfach irgendwie nicht fallen. Aber ich würde auch als Teammate, ich würde ihm sagen, Franz, mach weiter. Es sind gute Looks mit dabei. Hier und da ist natürlich auch mal der ein oder andere Jumper. Den könnte man vielleicht auch sein lassen. Aber overall, der Wurf wird wieder zurückkommen. Franz hat alle Anlagen, hat alle Mechaniken, um diesen Pull-Up-Jumper wieder zu verwandeln. Ja, trotz allem, wenn ich ihm das jetzt zeigen würde, würde er wahrscheinlich sagen, ah, nicht so geil. Aber das wird wieder kommen. Und sein Euro-Step in der NBA ist, glaube ich, jetzt schon wirklich bekannt, wirklich bekannt. Also jeder Kommentator oder auch auf Twitter oder Social Media kriegst du immer wieder mit. Ja, diesen Eurostep, den feiern alle, egal ob das jetzt gegen Jokic war oder wen hat er gestern mit dem Eurostep geguckt. Weiß es gerade eben schon gar nicht mehr. Also, overall kann man zusammenfassen,
Paolo Banchero, Franz Wagner, beide haben Luft nach oben. Dann Cole Anthony macht einen super Job. Vor allen Dingen sein Shooting ist halt brutal wichtig für dieses Team. Weil da muss man auch ehrlich sein, der Dreier bei den Magic, ja, der kommt und geht wie Ebbe und Flut. Und die Offense ist mit vielen Fragezeichen versehen, aber sie fangen halt gerade eben defensiv unglaublich viel auf. Ja, Mo haben wir besprochen, Jalen Suggs haben wir besprochen. Genau, Markelle Fultz und Wendell Carter Jr. Da wollte ich mit euch noch gemeinsam auf die Lineups schauen. Und ich finde auch, das ist eine Geschichte, die dir als Head Coach eigentlich so viel Freude bereiten muss. Weil ich glaube, es war die ersten Minuten im ersten Viertel. Kein Paolo Banchero auf dem Feld und kein Franz Wagner auf dem Feld. Das Lineup war, glaube ich, irgendwie Cole, Jonathan Isaac, Mo, Bitaz und ich glaube, Caleb Houston, genau. Und du denkst dir nur so, ey, das ist ein Lineup, da müssten die Celtics, müssten die eigentlich überrennen. No way, die sind da weggezogen. Die Celtics haben keine Antwort irgendwie gefunden. Offensiv, muss auch sagen, gestern wieder der Offensiv-Basketball der Celtics war dann auch wieder richtig hässlich. Also wenn es nicht läuft, dann kommen wieder diese ganzen Dreier, die kein Mensch sehen will. Isolation-Basketball. Aber die Magic haben sie da halt auch hingedrückt. Aber was ich eigentlich sagen möchte, die haben so viele unterschiedliche Lineups, die Magic, die gut funktionieren. Und die Bench ist auch einfach unglaublich stark. Blicken wir hier mal gemeinsam drauf. Da sehen wir nämlich unter anderem, dass das beste Defense-Lineup, sehen wir hier 95,1 Punkte auf 100 Possessions bei Cleaning the Glass. Und das ist eigentlich Markelle Fultz, Jalen Suggs, Franz Wagner, Paolo Banchero und Wendell Carter Jr. Und Markelle Fultz und Wendell Carter Jr. sind beide gerade eben nicht mit dabei. Also da können sich in der Zukunft die Gegner dann auch noch drauf freuen, dass es eigentlich noch schlimmer werden kann. Was man natürlich auch schon hier und da merkt, die Point Guard Position bleibt einfach ein Thema bei den Orlando Magic. Ja, dann Jalen Suggs, Anthony Black, Franz Wagner, Paolo Banchero, Bitazza, auch das Lineup funktioniert defensiv unglaublich stark. Und dann hast du auch nochmal ein komplett anderes Lineup, da ist dann Cole Anthony, Gary Harris, Joe Ingles, Jonathan Isaac und Moritz Wagner auf der 5. Das sind drei so komplett unterschiedliche Lineups, ihr müsst mal euch vorstellen, da ist eigentlich fast die komplette Rotation drinnen in drei Lineups und alle sehen defensiv unglaublich stabil aus. Offensiv, naja, haben wir ja auch gerade eben thematisiert, dass es da noch Luft nach oben gibt. Ja, Leute, ich kann euch nur sagen, ich bin unglaublich gehypt. Das nächste Duell ist jetzt gegen die Charlotte Hornets. Irgendwann wird dieser Winning Streak natürlich reißen, weil du dann vielleicht auch mal einen Abend erwischt, wo es dann defensiv nicht so gut läuft. Aber dieses Team macht gerade einfach nur Spaß. Und natürlich auch wegen Franz Wagner und wegen Moritz Wagner. Aber wenn sich ein Team so gegenseitig pusht und anschreit, komm, ich habe uns noch eine Szene zum Abschluss rausgesucht, damit wir mit so richtig guter Laune hier rausgehen, und zwar Moritz Wagner danach im Postgame-Interview. Und jetzt kommt Paolo Banchero. Schaut euch dieses Grinsen an. Und mit diesem Grinsen verabschieden wir uns aus dieser Folge heute. Ich werde schauen, dass ich noch NBA in 15 für euch aufnehme. NBA in 1 ist schon online für euch. Und ansonsten wünsche ich euch einfach gute Laune. Macht euch ein schönes Wochenende. Und danke für euren Support. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Max. Ciao.